Willkommen zum zweiten Teil aus der Spirit Geolink-Reihe. Das letzte Mal haben wir am Computer und am Sender das Spirit eingestellt und den Sender konfiguriert und heute kommen wir zu den Flugdemos. Als allererstes habe ich im Sender die Geofence-Funktion aktiviert, sprich das Höhenlimit und die Flugzonenbeschränkung. Ich habe jetzt hier an dem Flugplatz einfach mal den Geofence auf die Lande- und Startbahn gelegt, dass der Hubschrauber nicht in der Lage ist, über die Grasnarbe zu fliegen, damit ihr sofort sehen könnt, was passiert, wenn der Hubschrauber die Zone verlässt. Als allererstes gibt es noch zu sagen, dass ihr auf dem Flugplatz kontrollieren solltet, dass beim Einstecken des Hubschraubers die blaue LED auf dem Geolink zu sehen ist. Das bedeutet, dass es betriebsbereit ist. Ich würde sagen, wir stecken den Hubschrauber einfach mal an und laufen zum Flugfeld. RX Low Voltage. Okay, wie angekündigt zeige ich jetzt als erstes die Höhenlimit-Funktion und den Geofence. Ich würde mit dem Höhenlimit beginnen. Dafür ist es wie gesagt ganz wichtig, dass man erstmal über das untere Limit fliegt. Dafür hebe ich jetzt erstmal ab. Jetzt aktiviere ich das Höhenlimit. Jetzt fliege ich nach unten. Und hier darf ich nicht runterfliegen. Ich gebe Negativ-Pitch. Und der Heli, der fliegt nie unter diese 8 Meter ungefähr. Jetzt probiere ich mal das obere Limit aus. So, ich gebe Vollpitch. Höher darf ich nicht. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal auf dem Rücken. So, höher lässt mich da wieder das Geolink nicht. Als nächstes kommen wir zum Geofence. Der ist so groß wie die Start- und Landebahn. Ich aktiviere jetzt den Geofence. Jetzt fliege ich auf den Acker. So, jetzt kann ich gerade nicht mehr steuern. Ich kann nur noch Pitch geben. Kann immer noch nicht steuern. Der Hubschrauber kommt zurück. So, und jetzt habe ich wieder die Kontrolle. Jetzt probiere ich das Ganze noch mal zum linken Ende. Ich fliege zur Grenze der Flugzone. Der Hubschrauber steuert gegen, ich kann gerade keine Taumelscheibe mehr steuern, nur noch Pitch. Er fliegt zurück, so und jetzt habe ich wieder die Kontrolle. Und das ist das Geofence-Feature. Das Höhenlimit ist jetzt ausgeschaltet für die Landung, damit ich wieder den Boden erreichen kann. Auto-Rotation. Motor off. So, als nächstes zeige ich die Geolink-Funktion Return to Home. Höhe halten und Position halten. Dafür habe ich den Hubschrauber jetzt mal ein bisschen weiter weg auf den Platz gestellt, dass man Return to Home besser einschätzen kann und das nicht so dicht an einem ist. So, bei Position und Höhe halten, das habe ich jetzt gemeinsam auf einen Schalter gelegt. Hover. Return to Home. Und Return to Home steht auf Return to Home 4. Das heißt, Return to Home wird da erfolgen, wo der Hubschrauber abgehoben ist. Das heißt, ich schalte die Funktion jetzt erstmal aus. Auto-Rotation. Gehe jetzt in die erste Gasvorwahl. Kleine Drehzahl. Und zeige jetzt als erstes Position halten. Dafür gehe ich auf eine Sicherheitshöhe von so 5 bis 10 Metern. Jetzt ziehe ich Position und Höhe halten. Und jetzt muss ich nichts mehr steuern. Es ist heute sehr windstill. Der Hubschrauber bleibt exakt auf der Stelle, auf der er gerade ist. Ich habe mich bei Höhe halten für Höhe halten 1 entschieden.
Mit Höhe halten 1 kann man die Höhe mit Pitch noch korrigieren. Das heißt, wenn ich jetzt positiv Pitch gebe, dann steigt der Hubschrauber deutlich langsamer als üblich. Und ich kann meine Höhe verändern. Jetzt bleibt er wieder stationär. Jetzt gehe ich mit Pitch nach unten. Und damit kann ich den Hubschrauber niedriger steuern. Die Pitch-Funktion, die funktioniert jetzt viel, viel feinfühliger als vorher. Und ich muss nichts machen. Wenn ich mich für Höhe halten 2 entscheide, dann bleibt die Höhe gelockt und kann nicht mehr verändert werden, egal welchen Pitchwert ich habe. Jetzt ist Position halten wieder aus. Jetzt kann ich den Hubschrauber wieder ganz normal steuern. Als vorletzte Funktion zeige ich euch jetzt Return to Home. Return to Home wird jetzt wieder auf den Punkt zurückkehren, bei dem ich den Hubschrauber gestartet habe. Ist auch egal, in welcher Orientierung er ist. Ich fliege jetzt mal einige Meter weit weg. Jetzt ziehe ich Return to Home. Return to Home. Ich steuere nichts an der Taumelscheibe. Die Pitch-Kontrolle ist noch ganz normal. Das heißt, ich kann den Hubschrauber noch ganz normal in der Höhe verändern. Diese Funktion könnte man jetzt natürlich kombinieren mit Höhe halten. Da müsste ich auch keinen Pitch mehr geben. Jetzt fliegt der Hubschrauber, wie bei Position halten, voll autonom wieder an die Stelle zurück, an der er abgehoben ist. Dabei ist es auch egal, ob ich pirouettiere. Man sieht, der Hubschrauber macht von alleine Korrekturen. Und er ist jetzt wieder ziemlich genau an der Stelle, an der ich abgehoben bin, ohne dass ich die Taumelscheibe steuern musste. Ich kann mit der Taumelscheibe jetzt auch nichts mehr machen. Ich deaktiviere die Funktion. Jetzt kann ich wieder steuern. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal auf dem Rücken. So, angenommen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Hubschrauber liegt. Ich ziehe Return to Home. Return to Home. Ich will es nur Pitch geben, weil ich Pitch nicht eingestellt habe. Der Hubschrauber macht von alleine Korrekturen. Ich gebe nur Pitch. Er korrigiert noch ein bisschen. Und jetzt ist der Heli wieder ungefähr da, wo ich abgehoben bin. Das heißt, egal wie rum der Hubschrauber steht, egal ob auf dem Rücken oder in der Normallage, Return to Home kommt immer wieder dahin zurück, an den der Hubschrauber abgehoben ist. Ich deaktiviere die Funktion. Jetzt kann ich wieder ganz normal steuern. Als allerletztes zeige ich euch noch automatisches Landen. Dafür muss ich aber mal gerade den Akku wechseln. So, als letztes möchte ich die automatische Landenfunktion demonstrieren. Das könnte sich eventuell noch anbieten, das mit Position halten zu kombinieren. Ich habe jetzt auf einem Schalter Position halten. Aber Höhe ist jetzt hier unabhängig. Das ist jetzt nur Position halten. Das heißt, der Hubschrauber bleibt bei seiner GPS-Koordinate. Und jetzt löse ich automatisches Landen aus. Ich kann jetzt Taumelscheibe noch ein bisschen korrigieren. Pitch steuert der Hubschrauber von alleine. So, jetzt ist der Hubschrauber gelandet, ohne dass ich etwas getan habe. Ich habe die Funktion jetzt wieder ausgeschaltet. Ich demonstriere es noch einmal aus größerer Höhe. Ich löse jetzt die Landenfunktion aus. Landing. Taumelscheibe kann ich noch ein bisschen korrigieren, wie gesagt. Heckrotor kann ich auch steuern. Taumelscheibe, Pitch, passiert gar nichts. Der Boden ist an der Stelle ein klein wenig uneben. So, und jetzt merkt der Spirit anhand der Tatsache, dass der Hubschrauber nicht mehr sinken kann, dass er am Boden ist und bleibt mit nur Pitch am Boden stehen. Beim Umschalten sollte man immer den Pitch immer unter Null haben,
die Funktion wieder deaktiviert. Und das ist das automatische Landen-Feature von Spirit. Ich hoffe, euch hat die Demo gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in den Kommentaren stellen. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal. Den nehme ich. RX Low Voltage.